Hallo Leute und herzlich willkommen zu Twilight Play Super Mario RPG. Die Legende, oder Legende der 7 Sterne, irgendwie so. Moment, da war eine Komponente. Ich habe diesen Traum, ein Komponent zu werden? Ja. Ich will so berühmt werden wie Todowski. Mein Lieblingslied. Das ist Fokfuzius Suite Nummer 18. Sola Mire Dore Dore. Todowski mag das auch. Das ist der Hinweis, den wir brauchen. Nur das Spielen ist wieder was anderes. Spiele Noten, indem du auf die Kaukroppen springst. Lass uns deine Melodie hören. Ihr seht, jetzt haben wir 5 dieser Striche hier. So gesehen. Ich weiß nicht, wie man es anders beschreiben soll. Jetzt ist die Sache, das wiederum ist Solari Mido, schieß mich tot. Und ich hoffe, ich mache es richtig. Aber ob das richtig ist, weiß ich nicht. Ich habe mir dafür natürlich, ich bin ja nicht doof, habe mir dafür extra einen Guide rausgesucht, beziehungsweise ein, so gesehen eigentlich ein Notenblatt, damit ich bloß da, wo ich hinspringe oder hinspringen soll, auch hinspringe. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Glaube ich. Das da ist übrigens Todowski. Nur mal so nebenbei. Habe ich es richtig gemacht? Das ist es! Diese Melodie habe ich gesucht. Vielen Dank für deine Inspiration. Bitte nimm dies hier als Zeichen meiner Dankbarkeit. Eine Alto-Karte erhalten. Wenn ich jemals wieder Hilfe für meine Komposition brauche, suche ich nach dir hier. Ah. Gute Sache. Ich weiß nicht, ob ich... Es gibt insgesamt 3 Lieder und ich habe kein Gespür für sowas. Also ich würde es alleine ohne eine Hilfestellung so gesehen, würde ich das wahrscheinlich ums Verrecken nicht hinkriegen. Ne, die anderen beiden kann ich noch nicht spielen. Ist in Ordnung. Aber mal ehrlich, ich würde die anderen ums Verrecken nicht hinkriegen. Das ist das Schlimme daran. Ich würde gerne sagen, nö, kein Problem oder sowas. Nope. Mit der Alto-Karte kriegen wir hier auch wieder andere Items. Willkommen zum... jetzt habe ich geschlafen. Wollte ich gar nicht, oder? Ein Alto-Kartenbesitzer. Was hättest du denn gerne? So, jetzt kriegen wir hier tatsächlich nebst dem Froggy-Ring auch Elixiere. Das Gute ist, die kosten mich ja tatsächlich nur Münzen, also ne? Keine Froschmünzen, sondern einfach nur Münzen. Gut. Nachdem wir das jetzt aus dem Weg geräumt haben, was immer so ein bisschen klingt, als hätte ich irgendwen irgendwie umgebracht. Können wir gehen. Du kannst nicht rauf oder runter springen, wenn der Block blau ist. Versuche zu springen, wenn der Block gelb ist. Achso. Okay. Okay. Wegen die. Achso, die fahren. Grundsätzlich ich einfach irgendwann weiter. Ah. Ein Starschlepp. Er schleppt dich mit seinen Sternen oder so, ich weiß es nicht. Wundert mich jetzt nicht unbedingt, dass die Blumen unempfindlich gegenüber Pilze sind. Ich meine, das sind Blumen. Und zwar komische oh, ich habe ihm seinen Stand. Das wäre so die nächste Frage gewesen, die sich mir gestellt hätte, aber ich hätte die überprüfen sollen, während wir nicht in einem Kampf sind. Naja. Such is the way of the life. Aber ein Schnappdrache? Das ist eine Blume. Ich weiß nicht, wie die auf Schnappdrache dabei kommen, aber okay. Naja, definitiv hätte ich ihn sein Stab von seinem Großvater ausrüsten sollen, dann wäre der Kampf ein bisschen zügiger verstanden, ja, aber naja. Peace! Okay. Wenigstens kann ich
mich ausrüsten, während ich auf diesem Ding fahre. Der Froschenstock. So, da haben wir ihn auch. Konfuzius hat den gemacht. Ja, wow. Tja, unbelievable. Was haben wir denn hier links? Shy Guys. Okay. Plus eine geheime Truhe, also quer! Oh, Platz da, der Mario muss diese Plattform haben. So, mit seinem Stock greift er im Prinzip wie mit dem Hammer an. Hat aber tatsächlich dann. Oh, okay. Hat dann aber tatsächlich zumindest mehr Angriffsstärke als vorher mit seinen kleinen Marshmallow-Ärmchen. Ich meine, das war ja. Das konnte man sich ja nicht mal mit dem Ansehen, ne? Yeah. Jetzt habe ich es bisher nur geschafft, dass das Ding out of sync ist, sozusagen. Muss man halt auch erstmal hinkriegen, ne? Aber trotzdem. Praktisch. So. Ist jedenfalls ein stinknormaler Shy Guy, das passt. Kann nichts Besonderes, kann keine Bomben spucken, kann gar nichts. Ist ein Shy Guy. Wir alle wissen, was man mit Shy Guys macht, nicht wahr? Genau, man haut ihnen volle Kanne ein. Schildkrötenpanzer vor die Fresse. Ja. Und die ganze Mühe für eine dämliche Froschmütze. Eieieiei. Ein Tier aus dem Meer. Ah, komm schon. Ich will. Hallo? Kann ich die nicht bekommen oder was soll das jetzt? Bin mir nicht sicher, ob man die überhaupt bekommen kann. Ist das ein Dieb da? So ein Dieb. So ein Shy Guy. Ist das der richtige Weg? Kann das sein? Ich fürchte ja. Was ich damit sagen will, ist, ich will ja eigentlich zumindest alles mal erkunden. Und, den richtigen Weg will ich als allerletztes erkunden. Kennt man ja. Aha. Kampf fängt an und einer haut direkt ab. Das ist schon. Boah, kann man mal machen, ne? Klingt so ein bisschen nach dem Motto: keine Kämpfe anfangen, die man nicht gewinnen kann oder so ähnlich, aber das ist mir egal. Ah, ich muss von. Ich muss aus irgendeinem Grund von unten an die ran. So, hier haben wir noch eine Blume, das ist ganz wichtig. Das ist der alleinige Grund, warum ich auf jeden Fall da nochmal fahren wollte. Und du fährst nur von da nach da. Okay. Oh nein. Wow. Ich kann ja verstehen, also eigentlich kann ich nicht verstehen, wie ein Seestern durch die Gegend fliegt, aber dass der dann noch eine Spinne mitbringt? In der Größe? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass eine Spinne sich auf einem Seestern niederlässt. Die Natur ist seltsam, von daher, das ist ja, warum nicht? Aber in dem Größenverhältnis, ich weiß ja nicht. So, und du bringst mich nur von da nach da. Okay. Und du kannst mich doch nur dann von hier nach hier bringen, ne? Oder? Ja. Dann haben wir ja alles hier. Okay. Das heißt, der Gang, der mir da gerade angezeigt wurde, wird mich wahrscheinlich nur auf eine andere Seite dieses Teichs hier bringen. Irgendwo da rechts wahrscheinlich. Naja. Gut. Wo wir das jetzt geklärt haben, schlucke ich natürlich den Köder und springe mal so einen Shy Guy ab. Warum auch nicht? Ihr glaubt gar nicht, unabhängig davon, ob ihr das Spiel mögt oder nicht. Okay. Unabhängig wirklich davon, ob ihr das Spiel mögt oder nicht, wie im Großen und Ganzen super entspannend das Spiel für mich ist. Weil es kein schweres RPG, also allgemein kein schweres Spiel ist. Es hat viele Geheimnisse, okay, ja. Aber. Aha, okay. Ich meine, ist jetzt nicht verwunderlich. Ich warte ja immer noch darauf, dass wir theoretisch mal gegen einen Lucky zu kämpfen können, aber. Naja, irgendwann mal. 38 Schaden gemacht. Hat Mario nicht beim letzten Mal 37 gemacht? Dann hat er mit einem HP überlebt. Axe. So, du führst mich
theoretisch zumindest an zwei Orte. Jetzt kommt das wieder, ne? Ich muss jetzt überlegen, wo geht's denn lang hier? Okay, ich hätte darauf gewettet, dass ich ihn gerade besprungen habe. Das ist auch kacke klingt. Aber... hey! Was soll's? So, wir haben wieder einen Snapdragon. Sozusagen auch Schnapp, ne? Oh, Schnapp, eine Schnäppel-Dragon. Au. Tut sich halt so interessant wenig bei, ne? Deswegen finde ich das so unbeeindruckend. Da steht man da und die bimmeln da rum und es tut sich einfach nix. Na gut. Der Schmerz, die Pein. Noch nicht. Das war jetzt ist hier nur das. Ich überprüfe mal eben. In der Hoffnung, dass tatsächlich nur das da ist, weil dann heißt das für mich. Das ist der in Anführungszeichen. Berühmte falsche RPG-Weg, nur unter Umständen schätze oder eben Gegenstände nur sind oder was auch immer. Oder nur Geld. Geld ist auch ein wesentlicher Teil von RPGs. Muss man ja so sagen, wobei ich hier immer das Gefühl habe, bei Mario spielen, wenn die Währung mir sagt, ey, du kriegst eine Goldmünze. Nach einem relativ... ups, wollte ich jetzt nicht. Nach einem relativ anstrengenden Kampf, dann ist das ein bisschen so... ja, glaube ich. Jetzt wird wieder gebimmelt! Yay! Vielleicht wäre das auch stumm oder sowas und er ist dagegen geschützt halt, deswegen funktioniert das nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, mein kleiner Marshmallow, den interessiert das nicht wirklich. Ist das eigentlich gesund, dass er seinen Körper abtrennt? Hätte ja vermuten können, dass der Gürtel Körper und, naja. Körper und Unterteil. Also Ober- und Unterkörper, so, dann macht das ein bisschen mehr Sinn, weil ich ja gerade sagte, ein bisschen zusammenhalten soll, aber... auch Schlaf? Oh nein. Ich habe jetzt irgendwie bei Pollen, habe ich direkt gedacht, das heißt jetzt Vergiftung oder so, aber naja gut. Dann hat er mich direkt wieder aufgeweckt. Hat ein Idiot. Ich meine, was bringt das, mich einzuschläfern, wenn sie dann sagen, oh, und jetzt greifen wir direkt wieder an und du bist wach. Funktioniert immer nur gut Schlaf, wenn man Magic User dabei hat. Das ist immer so. Eins an der RPG-Regel. Ja. Nur Geld. Nichts Interessantes drin. Nur Geld. Wow. Das ist ein bisschen... bisschen extremst sehr enttäuschend. Naja. Kann man alles nicht ändern. Das ist richtig, aber das ist schon arg traurig. Wieder einmal eine Runde Peace-Zeichen werfen. Das ist alles fällig. Gegen den wollte ich jetzt nicht unbedingt kämpfen, aber. Ne? Alter, der hat mich ja geworfen. Hallo? Das hier ist ein kinderfreundliches RPG und der wirft ein Messer auf mich. Nee, nee, nee. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ist man nur so langsam? Oder ist das ein Konter? Ich sag nicht, dass es ein Konter ist, sonst hätte er doch schon dabei gemacht. Ich weiß es. Gib mir das, wenn ich mich in dieser Runde eh geheilt habe. Bisschen verarsche ich mich schon, aber. Ja. Aber ja, kaum hat er einen Stock, ist Mellow gar nicht mehr so nutzlos, zumindest wenn es um Einzelkämpfe sozusagen geht. Ja, also, hier ist noch einer tatsächlich. Oh, ja, oh. Wunderbar. Den Kampf lassen wir zwar aus, so interessant ist es dann auch nicht.
hier geht's tatsächlich weiter. Seid ihr wieder da? Wow. Ich fühle mich so nutzlos. Gut, aber wenn sie wieder alle da sind, heißt das für mich, dass hier... war das der richtige? Nein, Moment. Das war dann... hier mitfahren, jawohl. So. Jetzt springe ich wieder genau dazwischen, oder was? Ja, natürlich. So, wo führst du mich hin? Einfach nur komplett zurück. Ah, na super. Ja, dann haben wir... jetzt muss ich wieder den richtigen Stein hier nehmen. Dann haben wir ja soweit alles geklärt. Guck an. Gute Sache. Auch wenn ich jetzt im Prinzip einmal nochmal zurückgehen bin, um ein paar Münzen zu holen, was weiß ich. Warte mal hier. Den kenne ich doch. Okay, Leute, formiert euch. Achtung, gepanzerte Krieger. Verhüllte Hexer und zuletzt aber nicht als allerletzte die am Boden watschenden Koopas. Das ist unser feinster Moment. Die Koopa-Truppe ist unbesiegbar. Wir werden siegen. Die Brücke ist weg, aber wir finden einen Weg hinein. Bewegt euch und zwar doppelt so schnell. Tja, Bowser und seine Truppen müssen auf dem Weg zur Bowsers Festung sein. Komm schon, Rosenstadt ist direkt hier vorne. Ist er da nicht komplett falsch hier? Wenn er eigentlich zu seiner Festung zurück will? Seht ihr, Pfeile kommen aus dem Wald und wenn du getroffen wirst, kannst du dich nicht bewegen. Siehst du hier? Ja, okay. Ich kann... kein Muskel mehr bewegen. Jetzt weiß ich, wie sich eine Vogelscheuche fühlt. Das ist nicht nett. Ich mache mir Sorgen um meinen Enkelsohn. Der ist raus zum Spiel gegangen, aber er ist noch nicht wieder zurückgekommen. Großvater pumpt Wasser für uns. Ich wünschte, wir könnten auch helfen. Es wird gesagt, wir sollen nicht rausgehen, weil es gefährlich ist. Es ist zwar gruselig da draußen, aber jemand muss das Wasser pumpen. Das ist ein mutiger alter Mann. Und wenn wir hier hochspringen, finden wir eine Froschmütze. Oh mein Gott! Kann ich den Sprung schaffen? Ich glaube nicht. Ich habe diese Befürchtung, dass das nicht so ist. Achso, wo ich gerade diese Truhe hier sehe. Die in den Abwasserkanälen. Da kommen wir später erst dran. Hallo Marius, so nett, dass du in dem Shop vorbeischaust. Was kann ich für dich tun? Ein dickes Shirt. So ein dickes Shirt. Dicke Hosen. Oh yeah. Schutz vor Furcht. Könnte ich wenigstens einen mitnehmen, dann haben wir wenigstens einmal alles. Das ist schon schön. Dickes Shirt. So, dann kannst du nämlich den hier nehmen und die dicken Hosen. Ah, ich finde das so schön dämlich, das gefällt mir. Schön, einen Kunden zu haben, was brauchst du? 4, 10, 5, 4. Das sollte passen. Ah, okay. Das erklärt wahrscheinlich, wie man da dran kommt. Ich will irgendwo hingehen, wo es lustig ist. Hier rumzustehen ist so langweilig. Ah, das ist nicht gut. Jetzt kann ich nicht in den Wald gehen und Feuerholz sammeln. Ja, das ist großes Problem. Mein Mann ist immer noch nicht zurückgekommen. Ich frage mich, was ihn so auffällt.
Na, weiß ich nicht. Pfeile aus dem Himmel. Es gibt eine Treppe nach oben, die zu meinem Haus führt, aber mein Sohn hat wieder mit den Kontrollen umgefummelt. Mario, nur du kannst da hinspringen. Bitte, hilf mir zurückzukommen in mein Haus. Okay. Man könnte ihn jetzt ausrauben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es... Naja, dass er was anderes sagt, wenn man es nicht direkt macht. Irgendwie so. Glaube ich. Glaube ich wirklich. Warum braucht Papa denn so lange? Glaubst du, er sucht immer noch nach Schätzen? Und hier eine weitere geheime Truhe mit Münzies. Vielen Dank, Mario. Sag mal, waren meine Schätze in Ordnung? Ja. Ah, das ist großartig. Was eine Erleichterung. Da wir nicht von irgendwelchen Pfeilen getroffen wurden, erzähle ich dir ein Geheimnis. Betrete den Wald. Wenn du ein Areal mit vier Fäden findest, gehe links, links, geradeaus, rechts. Da findest du auf jeden Fall etwas Nettes. Weiß nicht, ob er das sagt, wenn ich seine Schätze vorher nehme, aber hey, das ist ja auch nur Geld. Und jetzt ist es ihm halt egal. Knopf, ja, bin ich draufgesprungen. Mach ich die ganze Zeit. Das nervt mein Papa eher richtig. Ja, super. Er weiß das auch noch und macht es trotzdem. Das sind Kinder. Sag ich euch. Ja, hallo. Seit die Sternschnuppe in den Wald gefallen ist, fallen ständig Pfeile auf unsere Mario, Hilfe! Hey Mario, ich werde mich jetzt um Prinzessin Peach kümmern. Spring, spring. Supersprungattacke! Du glaubst, dass du dich mit deinen kindischen Streichen verletzen kannst. Achtung, Peach, du kommst mit mir. Und jetzt halt den Mund. Hilfe! Hilfe! Jemand, bitte hilf mir! Hilf! Ach du meine Güte! Das ist... Mom, guck mal, wir haben Gäste! Ja, Liebling, ich höre dich. Hallo da... Ach du liebe Güte, bist du nicht Mario? Echt jetzt? Nun, du hast den Hut und diesen funkigen Bart. Bist du wirklich Mario? Oh yeah. Woher soll ich wissen, dass du es bist? Du könntest mich vielleicht nur reinlegen wollen. Zeig es mir, beweis es. Yeah, spring. Okay, hey Mario, willst du mit mir spielen? Ich spiele Rette die Welt. Ach, guess. Mario könnte ein bisschen müde sein, Liebling. Ah, komm schon, Mom. Du spielst nie mit mir. Es ist überhaupt nicht witzig, alleine zu spielen. Ja. Sagt man hier zum Singleplayer-Spieler hier. Ach du Güte, Mario, ich hasse es, dich darum zu bitten, aber könntest du mit Gas ein bisschen spielen? Ja, na klar. Ja, Mario hat gerade die Farm gekauft. Was? Warum würde Mario eine Farm kaufen? Nächstes Videospiel confirmed, Mario Farm Simulator. Also, kannst du Bowser sein. Ich bin Gino, okay? Bereit? Dann machen wir da weiter, wo ich aufgehört habe. Bereit? Rau, rau. Ah, gruselig. Aber jetzt pass mal auf. Pass lieber auf, Bowser, denn Gino wird dich wegblasen. Nimm das! Du bist dran, Bowser. Nein. Wenn das so weitergeht, bin ich erledigt. Okay, du hast darum gebettelt. Der super-duper... handgearbeitete, patentierte, einzigartige Sternschnuppenschuss. Wups, ich glaube, ich hab verfehlt. Ach du liebe Güte, Mario, geht's dir gut? Und so starb unser Held. Oder so ähnlich. Das, also ich sag ja, Spiel mögen vielleicht hin oder her, aber es ist dieser Humor, ich liebe ihn.
Mario, Bowser, Peach, ja. Lieber Pinocchio, ne? Ha. Bisschen wackelig auf den Beinen, war. Oder ist es normal, dass man immer schief läuft? Okay, nein, definitiv wackelig auf den Beinen. Oder die Einstellungen waren nicht korrekt und einmal gegen irgendwas laufen hilft dann oder so, ich weiß es nicht. Naja, bin wach. Nee, geht's gut. Mom, du wirst mir niemals glauben, was ich gesehen habe. Das war unglaublich, Mom. Ich habe Gino gesehen, wie er in den Wald gelaufen ist. Cool, ha? Huh? Ja, Liebling, das ist super, Liebling. Und ist Gino nicht derjenige, der die Lampe neulich kaputt gemacht hat? Ah, Mom, das war einfach nur, du weißt schon... Aber das war echt! Ich schwöre es, Mom, wirklich, es ist wahr, ich habe ihn draußen gesehen. Okay, Cass, dann lass es mal hören. Was versuchst du diesmal aus mir rauszukriegen, ha? Oder wo versuchst du rauszukommen, also nach dem Motto, sie hat was angestellt. Mom, ich hab nichts gemacht. Ich hab wirklich gesehen, wie Gino in den Wald gegangen ist. Tut mir leid, wenn ich dir wehgetan habe, aber was würde Gino in den Wald machen wollen? Ah, dieser... Ach, das ist ein Junge, aber Entschuldigung. Ich hab gesehen, dass er pink ist und dachte, das ist... Oh, ja, naja. Gut, wir haben also das Forest Maze. An dieser Stelle weise ich auf zwei Dinge hin. Diese Musik. Ich liebe diese Musik. Das ist das eine. Irgendwo hier müsste auch wieder eine geheime Truhe sein. Ich liebe diese Musik, das ist das eine. Das andere ist, dass es dazu einen super Soundtrack gibt. Oh, ein Pizza. Yay. Das ist das eine. Das andere, Gino, ist so eine Art, man könnte sagen, Fan-Favorite-Charakter. Die ganzen Leute wollen ihn halt eigentlich mal wieder irgendwo drin sehen. Aber, naja, manchmal kann man seine Träume auch vergessen. Er hat nochmal ein Fan... Ja, was heißt Fan? Er ist nochmal aufgetaucht in... Wie hieß es nochmal? Nicht die Legende der Bohne, aber in dem Spiel halt. Ich komme gerade auf den Titel nicht mehr. Ich hab's für den Advance, wurde jetzt neu aufgelegt. Super Mario und Luigi in Big Big King oder so ähnlich. Nein, nicht wirklich, aber das meine ich zu unserem Spiel. Da ist tatsächlich Gino nochmal aufgetaucht. Aber nur als eine Art... könnte vielleicht Ansager sagen, wenn überhaupt. Also nichts wirklich Interessantes. Und wow, Wiggler tut echt weh. Ich kann das jetzt fair machen. Ich kann aber auch ein bisschen betrügen. Wir betrügen, warum auch nicht? Okay. Wo ist Yoshi? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Direkt wieder ein Wiggler raus. Wir könnten jedenfalls rein vom Prinzip her Safe States nutzen. Aber ist ja auch irgendwie langweilig, ne? Behaupte ich jetzt mal so. Wenn man es machen kann, ist theoretisch immer die Frage, warum nicht? Aber okay. Wir wissen also, Wiggler... Ist das ein Donkey Kong? Das ist ein Gorilla, der aus dem Zoo abgehauen sein muss, denn, ich meine, der hat Ketten und sowas. Man wächst ja nicht in freier Wildbahn auf und hat Ketten. Also, denke ich mal zumindest.
zu früh abgewehrt. Aber ja, gut, dann haben wir halt Gorilla in einer Waldhöhle. Standardzeug, ne? Definitiv Standardzeug. Mario erreicht Level 7. Pow. Immer mehr Pow. Mello erreicht Level 7. Immer mehr Magie. Okay. Ich kämpfe wie immer gegen alles in der Hoffnung, dass wir einigermaßen vom Level her ganz gut mitkommen. Einen anderen Grund hat das eigentlich nicht. Ganz schön anfällig, diese Bienen gegen Blitze. Ich meine, wohl bemerkt, ich habe noch nie davon gehört, dass in der freien Wildbahn sozusagen eine Biene mal gegrillt wurde von einem Blitz, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie das auch toll finden. Eine Maus, mal wieder. Wow. Ziemlich sicher, dass Mello, wenn ich ihn jetzt angreife, das könnte irgendwann mal die mit einem Blitz weghauen kann. Ziemlich sicher heißt natürlich nicht, dass es wirklich so ist, aber es ist schön, wenn man recht behält. So, noch ein Gegner. Yay! Ein Octolot! Natürlich. Das sieht man doch. Dass das ein Octolot ist. Faszinierend. Daneben. Haha. Daneben. Haha. Mach Mund zu. Das zieht. So, der Octolot dürfte gleich drauf gehen. Denke ich, hoffe ich. Und der andere kleine Pilz, der geht definitiv mit drauf. Zack. Jawohl. Aber da gibt man Mello schon die ganze Zeit jetzt MP, beziehungsweise den erhöht seinen Zauberwert und trotzdem macht er nicht so viel Schaden, wie es gerne hätte. Das ist traurig. Hier ist die nächste geheime Truhe. Kam tatsächlich ein Fall runter, ist ja gruselig. Ich habe gar nicht geguckt bisher, wie die vorne werfende Mistbiene da heißt. Buzzer. Ja. Ein Buzzer. Hau mal auf den Buzzer. Oder so ähnlich. Wie wir sagen. Klingt doch wie ein guter Witz, ne? Immer noch zu früh. Oder zu spät. Das ist natürlich das Problem, dass man sie nicht erkennen kann. Wirklich. Naja. Und weiter. Jetzt haben wir hier, ich glaube, 7 sollen es insgesamt werden, 7 Baumstümpfe. Und der am weitesten im Nordwesten, den nehmen wir erstmal. Denn hier ist eine Girokirokola. Ich könnte gegen den Wiggler kämpfen, aber viel Schaden und Mühe für nichts, wie wir mitgekriegt haben, also muss ich nie haben. Muss ich nie haben. Nee. Ich hab noch so viele Flauten und Blumendinger hier. Okay, weiter. Das war das. Das ist unglaublich, ne, was man hier so alles finden kann. Das wollte ich nicht, Mr. Wiggler. Es tut mir leid, Mr. Wiggler. Ist halt ein typisches Wiggler-Ding, ne? Tatsächlich, wenn man einen Wiggler geärgert hat, dann wurden sie halt aggressiver. Ist eine Lektion fürs Leben, ne? Man sollte einfach weder Wiggler noch sonstige Kreaturen ärgern. Irgendwie habe ich immer nur das Gefühl, dass was er da schießt, ist entweder Spucke oder Schweiß, beides irgendwie nicht schön. Von daher, ja, naja. So, ja, ja, passt schon. Ich
Dang it. Ich bin da echt schlecht drin. Weil ich den Start nicht antizipieren kann, sozusagen. Das geht dann auf einmal. Also für mich geht es dann auf einmal zu schnell los. Und das Endergebnis ist dann eben. Hast du verfehlt. Ja, rumgelaufen. Mann. Naja, ist jetzt nicht sonderlich schlimm. Ich fühle mich zwar wie ein Depp, aber ansonsten ist es nicht sonderlich schlimm. Und wie gesagt, spielt ihr das Spiel auf dem Mini-SNES, einfach davon Save State machen und alle Knöpfe drücken. Könnte ich jetzt auch machen. Ich glaube, mir ist niemand böse, wenn ich einfach aus 6 Erfahrungspunkten 12 mache. Das ist ja wuhu! Wenn man das unendlich lange machen könnte, könnte man natürlich sich direkt auf Level, was weiß ich, 99 katapultieren. Das wäre wieder was anderes. So, hier haben wir... Ich weiß nicht, ob man es jetzt gleich nochmal sieht. Wenn nicht, sage ich, was drin war. Also, danke dafür spielen. Aber das ist eine der weiteren geheimen Truhen gewesen. Von daher, naja. Das ist so mal am Rande. Jetzt muss ich gleich den richtigen Weg erstmal suchen. Das ist er nicht. Ich komme ja nicht mal dazu, mich vorher zu bewegen. Das ist ja richtig schick und nett und so von dem Spiel. Naja, er regeneriert ab je, also. Kampf gewonnen, weil ich keinen Schaden mehr nehmen kann, also. Verstehe, Lancelot kann ein paar Magiearten mehr als gedacht. Richtig. Zing. Achso, ich hab jetzt habe ich doch wieder nicht gedacht, was in der Box war, weil ich nicht geguckt habe, ob man es so gesehen hat. In der Box war eine Blume. Also. Ups. Also rein vom Prinzip her eine gute Sache. Von daher. Die Truhe lohnte sich dann wenigstens, ne? Und wieder ein bisschen Blitz. Ich meine, dieser Buzzer erinnerte mich im Großen und Ganzen erstmal an einen Singer, aber das wäre wiederum Donkey Kong. Liegt nur daran, dass halt ein Donkey Kong hier rumrannte, ne? Haben wir ja gesehen. So. Hier ist, glaube ich, auch noch was drin. Glaube ich. Scheinbar nicht die hier. Und ja, ihr merkt, hier werde ich jetzt nicht gegen alle kämpfen, weil das würde tatsächlich viel zu lange dauern, jeden einzelnen Raum mit jedem einzelnen Gegner zu vernichten. Muss ich nie machen. So wichtig ist mir das dann auch nicht. Aber kann man natürlich machen. Nur wenn ich in jedem Kampf allein schon einen von denen da hätte, das dauert ja ewig, bis sie fertig sind, weil sie mich ja immer bombardieren müssen mit irgendwelchen komischen elementaren Angriffen, das ist ja, das will ja keiner sehen. Gut, nicht der hier. Der hier. Jo, Mist. Ja, das ist tatsächlich eine versteckte Truhe, nur halt steht dann einfach, jo, Mist. Juhu. Jetzt kann es ja nur noch entweder hier sein. Oder es gab einen Weg, den ich einfach grundsätzlich nicht gesehen habe. Das ist natürlich auch möglich. Also,
Schön, dass man in den Wiggler reinspringen kann, ohne dass man kämpfen muss. Ist dann auch nichts los. Also müsste man hier doch eigentlich ganz normal weiterlaufen können. Kann das sein? Ich war doch jetzt in jedem Baumstumpf drin, oder? Da war ich drin, da war ich drin. Bin ich doof? Bin ich jetzt doof? Das ist eine ernst gemeinte, tatsächliche Fragestellung, die man sich immer stellen muss, ne? Oder muss ich dich vernichten, weil du am Schlafen bist? Augenscheinlich ja! Okay. Wieder einmal ein Baumstumpf. Dass dir das überhaupt nicht juckt, ist natürlich wieder sehr interessant. Okay. Und wieder einmal meint eine mich vernichten zu können. Mich! Super Mario! Das geht ja gar nicht. Also geht schon, und sie versuchen es immer weiterhin, aber... muss ja nicht sein, ne? Und weiter. Alles, was man hört, ist ein leises Plüpp. Yay. Hier, die brauchen wir eh nicht. Wunderbar. Gut, wir haben also so viel Zeugs jetzt, dass es sich überhaupt nicht lohnt, noch irgendwelche Items mitzunehmen. Und die Seite, ich meine die Seite hier. Irgendwo hier. Ja. Eine rote Essenz. Ja gut. So. Einmal so, dann noch zweimal so. Dann haben wir wieder ein bisschen was dazu, ne? Können einmal speichern im Forest Maze. Und jetzt kommen wir halt zu dem Pfad mit vier Wegen. Eigentlich müssen wir Gino folgen. Aber wir haben ja sozusagen den Hinweis bekommen. Zweimal nach links, geradeaus, rechts. Und sollen so zu etwas hübsch kommen. Von daher machen wir erstmal das. Das waren auf jeden Fall erstmal alle Geheimboxen in diesen ganzen Dingen drin. Das ist schon mal eine gute Sache. Also in dem Forest Maze, dem Dungeon, den man dran drin. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gab. Dafür google ich dann theoretisch wieder. Weil hey, ihr kennt mich. Ich bin Mr. Google. So, links. Ich weiß nicht, ob damit dann nochmal nach links gemeint ist. Oder links von dem Bildschirm wie immer raus. Das werden wir jetzt leider erstmal so herausfinden müssen. Aber das sollte relativ zügig damit sein. Oh, du kannst auch mal was anderes als Steine werfen, Kugan. Eigentlich habe ich gedacht, der explodiert. Wäre das nämlich auch links, dann ist das hier geradeaus und das hier wäre rechts. Hier ist es allerdings scheinbar nicht. Dann links rum. Wir finden das schon noch. Nein.
die blöde Biene nicht angreifen. Die blöde Biene ist mir egal. Dang it. Ich weiß allerdings tatsächlich auch nicht, ob man Magie etc. abwehren kann. Das müsste ich mal irgendwie herausfinden. So, verdammt nochmal. Ja, geradeaus. Und nach rechts. Dann kommen wir zu einem schönen Ort. So wie es halt hieß. Hier finden wir eine Blume. Eine Blume. Eine Vollheilung. Eine Blume. Und eine Froschmünze. Und kommen damit schon mal auf sagenhafte 30 Blumen. Und eine Froschmünze. Also eine Froschmünze mehr. So, wuhu. So, jetzt muss ich allerdings gucken, dass wir ja, im Prinzip nochmal neu starten sozusagen. Jetzt können wir gucken, dass wir Gino folgen. Das ist alles, was wir hier machen müssen. So viel Zeugs. Ja, bitte, bitte. Gino? Gino! Tja. Wieder einmal stecke ich fest in einem Kampf mit einem Gorilla und einer dämlichen Todeswespe. Das verdanken wir, naja, meinem schlechten Sinn für Orientierung sozusagen. Wobei, hier ist es natürlich mehr, dass es einfach nur prinzipiell auf Twitch ist. Ich könnte auch in jedem Raum, wie gesagt, jedes einzelne Mal alles vernichten, aber das ist furchtbar. Da war Gino. Ich hab ihn genau gesehen. Gino! Damit sind wir da, wo wir hinwollen. 997, 998, 999, 1000! 1000 Pfeile! Ah, spaßig ist das, ja! Und noch weitere 1000 werde ich schießen. Mario, wer ist der Typ? Er muss derjenige sein, der Pfeile auf Rosenstand schießt. Glücklich ich bin. Ja, seht mal ihre Ausdrücke, wenn sie eingefroren werden. Flankies. Wuhu, sie stehen da rum wie Statuen. Ja, mehr Übung ich brauche. Yoda, mein Meister war. Oh nein, er hört nicht auf, wir müssen etwas tun. Wir verprügeln ihn richtig so 1, 2 und 3. Ja, wow, wer denkst du bist du, Bruce Lee? Kannst du da nicht rein mit deinen Fäusten am Fliegen? Ja, es sind viel zu viele, wir werden erledigt. Oh nein, jemand kommt, lass uns verstecken und sehen, ob wir etwas lernen können. Oder erfahren können. Lernen können klingt dämlich, aber erfahren können. Seht mal, was ich gefunden habe, boah, ja. Mein Flunky. Was? Was? Stören du mich nicht, tun sollst. Über ich am Wind. Mehr Pfeile schießen ich muss. Mehr Statuen machen ich muss. Ja. Stopp. Bleib genau da stehen, du weißt nicht, was du da tust. Gib mir diesen Stern zurück. Ja, ja, ein Fremder du bist und fremd aussehend auch noch. Beibring dir, wir müssen, wer der sagen hat. Ja, und wer seid ihr? Ich diene einer höheren Autorität. Das Sternenstück gehört allen. Kannst es nicht behalten. Er will's doch nicht mal behalten. Er will üben. Ja, ja, sauer ich bin. Ja, eine Lektion, die ich dir beibringen werde. Hey, bleib ruhig. Mario, es ist gefährlich hier draußen. Den Vögeln geht's doch gut. Du willst helfen, ha? Huh? Weirdo 1 überziehen. Den Typen im Blau retten. Ich auch. Ich werde tun, was ich kann. Aber von dir drüben. Ich habe keine Angst. Und ich werde nicht weinen. Vielleicht ein bisschen. Jautsch!
frag mich jetzt nur, schießt er jetzt seine Flunkies oder schießt er seine Haare? Hör auf, das reicht. Radusch. Gunja, ja. Stark du bist, aber stärker ich bin. Verletzt werden ich dich werde. Bis dahin, ja. Verlassen dich. Ich muss. Oder teilen. Ja, ja, ja. Ist da gerade ein Klempner vor mich gesprungen? Danke für die Hilfe. Aber wer bist du? Das wäre ich so. Alter, Fighter. So viel rennen. Alter. Mario, du bist einfach... Du hast mich da drüben einfach verlassen. Ha? Kenn ich dich nicht? Du siehst bekannt aus. Also, du bist der Mario. Wir wissen alles über dich. Klopf, klopf, nja. Verletzt oder beleidigt ich bin. So, das ist Gino. Gino hat sein Gino Beam. Der jetzt nicht ganz so viel Schaden macht, wie es vielleicht schön wäre, aber ist egal. Super Jam! Ich meine, das ist auch nicht viel mehr Schaden als der Gino Beam, also von daher so ist er nicht. Ja! 3 gegen 1! Nicht fair! Bereinigen, dass ich werde, ja! Ein Fall schießen werde ich, wenn er ein Ziel trifft. Dieser Knopf ist dann gesperrt. Können wir meine Knöpfe sperren? Hallo? Habt ihr das? So, jetzt habe ich es aber auch richtig gemacht. Das sieht man relativ schlecht, ob ich es richtig mache oder nicht. Aber man muss, wenn man 3 Sterne hat, das Ding loslassen. Ich wüsste nicht mehr, ob es 3 Sterne oder mehr sind, deswegen. Nein! Blitz. Blip. Jetzt können wir grundsätzlich zum Beispiel nur noch Techniken einsetzen. Oder Items werfen. Frei nach dem Motto, wie es beliebt halt, ne? Feuerorb. Vielleicht macht das mehr Schaden, ich weiß es nicht. Man weiß ja nie, ne? Aber ich habe gerade gelernt, dass... Nein, das macht nicht mehr Schaden. Okay, Gino Beam. Ich meine, er sieht so ein bisschen aus, als hätte er ein Pyjama an. Der gute Gino da, aber hey. Man weiß ja nie, ne? Kann ich eigentlich? Ne, kann ich nicht. Das ist das eine, worauf man achten muss. Ich kann jetzt also zum Beispiel meine Blumen nicht erhöhen, indem ich die Flower Tabs oder Jars mitten im Kampf verwende. Das geht nämlich nicht. Dafür braucht man dann schon den Honigsirup, aber hey, das ist ja egal. Ein Freebie, hey, nice. Oh, jetzt können wir nicht mehr. Gute Nacht. Gute Nacht? Was? Hallo? Nein! Schafe! Süße Schafe. Aber Schafe. Ja, jetzt können wir halt keine Techniken mehr einsetzen. Jetzt kann ich nur noch physisch angreifen. Oder Items einsetzen oder verteidigen. Natürlich, das geht. Au. Würde alles einfacher sein, wenn Mario nicht pennen würde, aber gut. Jetzt dürfen wir wieder keine Schlangen machen. Mario pennt weiter vor sich hin. Naja. Das, also der Kampf an sich ist nicht schwer. Er ist halt nur ein bisschen anstrengender dadurch, dass man gucken muss, was man machen darf und was nicht. Wobei man zu dieser Zeit auch oder an dieser Stelle auch sagen muss, okay, ja, da werden manche Sachen gesperrt, etc. pp. Aber es ist ja auch so, dass er zumindest im Großen und Ganzen immer nur einen einzigen Charakter angreift. Aber wenn er jetzt Genie umgebracht hat. Für solche Zwecke habe ich halt tatsächlich die Pick-Me-Ups gekauft.
weil ich wusste, dass ich unter Umständen mit der Heilung nicht hinterherkomme. Und was haben die gekostet? 5 oder so? Gehen wir auf ein anderes LP von mir. Final Fantasy 5. Da kostet eine Phoenix Feder 1500. Ne, also... 5. Ich sage ja, ein relativ simples RPG, deswegen da bin ich ja in dem Sinne ganz glücklich drüber. Klopf, klopf. Wer ist da? Eine Schale, die dir mitten ins Gesicht liegt. Aber im Gegensatz zu den Bossen, die wir bisher hatten, ist er jetzt der Bauer zumindest widerstandsfähiger. Beziehungsweise er hat mehr HP als das, was wir bisher gewohnt sind am Bossen. Sag ich in der Runde, der stirbt, aber hey. Ist trotzdem die Wahrheit. Eine Blumenbox. Ganze Box voller Blumen. Vielen Dank für die Hilfe. Du hast mich wirklich aus einer Marmelade geholt. Sein Problem rausgeholt. Warum starrt ihr mich an? Ihr wisst, dass ich mehr als eine Puppe bin, oder? Hä? Keske, hä? Habt ihr schon die Wahrheit erraten? Ich bin ein Besucher von oben. Und dies ist eine Form, die ich mir kurz ausleihe. Was? Du meinst vom Himmel oder so? Höher als das, fürchte ich. Wisst ihr etwas über die sogenannte Star Road, also die Sternenstraße? Komplett im Dunkeln, ne? Nun, da oben herrscht ein riesiges Chaos und das betrifft euch auch. Lasst mich erklären. Habt ihr schon davon gehört, dass man sich etwas bei einer Sternschnuppe wünscht? Aha. Auf der Sternenstraße verwandelt sich euer Wunsch in einen Stern. Wenn er erfüllt wird, dann fällt er als eine Sternschnuppe herunter auf die Erde. Also seht ihr, die Sternenstraße spielt eine integrale Rolle dabei, um Wünsche zu erfüllen. Aber seit dieses Schwert die Sternenstraße zerstört hat, ist alles zu einem Halt gekommen. Und keine Sterne wurden seitdem gemacht. So wie es gerade steht, ist eure eine Welt, wo Wünsche nicht mehr wahr werden können. What? Wollte ich mir sagen, dass dieser Stern ein Teil der Sternstraße ist? Das ist Sternenstraße, meine... Was hat der andere jetzt gesagt? Jetzt habe ich nicht drauf gedacht. Ich habe es einfach direkt richtig übersetzt. Hupsi, mein fluffiger kleiner Freund. Ja, dieser Stern ist ein zerstörtes Teil der Sternstraße. Ich bin hier, um sie alle zu finden und die Sternstraße zu reparieren. Die zerstörten Sternenteile. Es gibt insgesamt 7. Damit der Frieden zurückkehren kann, müssen wir es mit ihr erledigen, die Sternteile wiederfinden und die Sternstraße reparieren. Ich bin... Herzliche Musik, Note, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Aber das ist hart, schwer zu benennen. Also nennt mich Gino, wie die Puppe. Ich habe ihn ausgesehen, weil er aussah wie die Stärkste aus einem Buch. Und nun nimm dir den Stern, Mario. Da drüben ist immer noch so ein Pfeil, nur mal so nebenbei. Wollen wir den nicht irgendwie oder so zum Schweigen bringen? Außerdem, Mario nimmt sich nicht den Stern, der Stern nimmt sich Mario. Hat ein bisschen was von, hey, du bist der Auserwählte. Da 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 da! Und damit haben wir 2 von 7 Sternenteilen. Obwohl das halt aussieht wie ein einziger Stern sind Sternteile. Komm schon, wir müssen endlich loslegen. Und so tritt Gino offiziell der Party bei. Gino, der auf der Suche ist nach den Sternteilen, tritt Mario und Mellow bei. Jetzt sehen die Dinge schon besser aus. Yeah. Ah, ich habe alles gehört. Wer hätte gedacht, dass die Sterne so wichtig sind? Ich muss Smithy informieren. Wutsch! Das Geheimnis der Sternschnuppen wurde enthüllt. Finde die Sternteile und bring sie zurück. Und bringe den Frieden zu Marios Welt zurück. Bazinga. Und das war das. Jetzt könnten wir schon weitergehen nach Pipe Vault etc. Wir gehen aber nochmal nach Rose Town. Zum einen haben wir jetzt neue Musik, weil alles gut ist. Zum anderen. Gino, du bist zurückgekommen! Mami! Siehst du, Mom? Das ist Gino, über den ich geredet habe. Ach du lieber Güte, was ein fabelhaftes Kostüm. Es
muss zwar ein bisschen heiß zu sein, das zu tragen, aber hey. Ah, vergiss es, Mom. Okay, Gino, lass uns spielen. Wie ich nur wünsche, dass ich könnte, aber Mario und ich müssen gehen und die feiernden Sternenteile finden. Sternteile? Du meinst die Sternschnuppen? Wofür? Nun, wie kann ich dir das erklären? Nun, Gas, es ist so. So war es früher, aber jetzt ist es eher, man wünscht sich was, hofft und man will was geben, aber kommt nichts. Das ist dann irgendwie echt doof. Verstanden? Nein. Komplett im Dunkeln. Nun, sagen wir einfach, wenn es so ist, wie es ist, dann werden Wünsche niemals wieder wahr. Was? Du meinst, selbst wenn ich aufwachse, werde ich niemals so groß und stark und cool wie du? Keine Wünsche werden wahr, bis die Sternteile gefunden sind und die Sternstraße wieder repariert ist. Deswegen habe ich mich entschieden, mit diesen beiden weiterzureisen, um die Sternteile zu finden. Und ja, ich übersetze das gerade frei, aber hey, das passt. Verstehe. Nun, Mario kann all die Hilfe gebrauchen, die er kriegen kann. Ah, du! Oh! Alter! Das Kind! Gino, ich habe ganz viele Träume. Bitte geh und repariere die Sternstraße und dann wird zu sorgen, dass alles wahr wird. Das ist sein Versprechen. Cool! Oh, warte eine Minute. Das ist deins, Gino, also nimm es mit dir mit. Den Fingerschuss erhalten! Danke, dass du so einen. Danke, dass du es verstehst, Gers. Ich sehe dich wieder, wenn wir zurückkommen. Hä? Noch was? Nein? Okay. Und so bekommt Gino dann auch noch den Fingerschuss. Finger schießt Kugeln. Kugeln schießen Finger. Rüstung haben wir gerade nicht für ihn. Aber das passt. Wie geht es dir? Brauch Kaffee, bleib weg. Ja, du siehst schrecklich aus. Warum ruhst du dich nicht ein bisschen aus? Wenn ich darf? Okay, sicher. Ah, was ist umsonst? Da würde ich auch Peace machen wollen. Yeah. Ja. Und zum Abschluss noch ein kleines Easter Egg. Sehr schön. Ein kleiner Link. Anyway, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Was morgen ist. Bye bye.